Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute möchte ich gern mit euch ein Blitzweißbrot machen. Das heißt, wenn es schnell gehen muss bei euch und ihr möchtet gern ein schönes Weißbrot, ein schönes italienisches Weißbrot, so in diese Ciabatta-Richtung machen, dann habe ich ein wunderbares Rezept für euch, was wahnsinnig schnell geht. Und ihr braucht wieder mal, kennt ihr von mir, ganz einfach, nur eine Handvoll Zutaten. Ihr braucht nämlich einen Würfel Hefe. Wenn ihr Zeit habt, den Teig gehen zu lassen, dann gerne auch nur einen halben. Wir haben einen Teelöffel, also halben Teelöffel bis Teelöffel Honig, zwei Teelöffel Kräutersalz und einem schönen selbstgemachten oder alternativ auch normales Salz, 30 Gramm tolles Olivenöl. Wer gute Zutaten nimmt, der bekommt auch gute Ergebnisse. Das ist welches aus Italien, das haben wir aus der Mühle mitgebracht. Wir haben hier nochmal 300 Gramm Wasser und 500 Gramm Mehl. So, wir fangen einfach mal an. Unser Rezept ist wie immer sehr, sehr einfach. Das heißt, ihr wiegt euer Wasser, ich habe jetzt schon mal vorgewogen, ihr wiegt euer Wasser in den Mixtopf und dazu kommt dann die Hefe. Wie gesagt, habt ihr Zeit und könnt den Teig gehen lassen, dann gerne nur einen halben oder Viertel Teelöffel sogar nehmen. Wenn ihr es eilig habt, so wie wir heute, dann kommt der ganze Würfel damit rein. Und ein bisschen Honig dazu. Die Hefe löst ihr in diesem Honig-Wasser-Gemisch auf und zwar 2 Minuten auf der perfekten Hefetemperatur, nämlich 37 Grad. So, ihr habt jetzt das perfekte Hefewasser und jetzt macht ihr die anderen Zutaten einfach nur mit da rein. Das heißt, ihr gebt jetzt 500 Gramm Mehl mit in den Mixtopf, also in dieses tolle Hefewasser hinzu. Das schöne selbstgemachte Kräutersalz darf mit rein und dieses wunderbare, tolle Olivenöl. Das war's und das Ganze wird jetzt auf unserer Teigknetstufe zu einem schönen Teig geknetet und zwar 3 Minuten. Der Teig ist jetzt wunderbar durchgeknetet. Das ist allerdings ein etwas feuchterer Teig, deswegen kleiner Tipp am Rande, wenn ihr feuchte Teige habt, gerne auch mit einem feuchten Spatel den Teig aus eurem Topf holen. So, diesen Teig werden wir jetzt leicht mit Mehl bestäuben. So. Und nochmal ganz kurz. Warte. Zusammenkneten. Wie gesagt, ist ein bisschen feucht, aber das ist bei diesem Teig tatsächlich ganz normal. Deswegen habe ich es jetzt auch gleich schon auf dem Backpapier gemacht, was ich euch empfehlen kann. So, wenn ihr den so ein bisschen gelöst habt vom Boden mit ein wenig Mehl, habt ihr einen schönen Teig. Wir machen heute 2 Brote daraus. Ihr könnt natürlich da Brötchen draus machen, Baguettes draus machen oder einen großen Laibbrot. Wir machen 2 heute. Die formt ihr so, wie ihr die gerne haben möchtet.
falte die immer gern mal so ein bisschen ein, also so von jeder Seite ein wenig gefaltet, sodass man einen schönen Leib bekommt. Nochmal hier genauso. Genau, so, wir haben keine Zeit, nichtsdestotrotz würde ich euch empfehlen, dem Teig jetzt noch die Chance geben, sich zu ruhen. Denn ihr wisst, dass die Hefe, die mag das nicht, wenn sie so bearbeitet wird, wie sie jetzt durchgeknetet worden ist. Die möchte sich dann gerne nochmal beruhigen ein wenig. Ihr könnt es jetzt so in den Ofen machen, allerdings wird das Ergebnis tatsächlich besser, wenn ihr dem jetzt ein wenig Ruhe gönnt. Und da lassen wir das jetzt mal so eine halbe Stunde abgedeckt an einer warmen Ecke stehen und dann kommt es erst. So, ihr Lieben, die Zeit ist um. Das heißt, es war jetzt eine halbe Stunde, wo wir den Teig ganz in Ruhe gelassen haben. Und schaut euch das an. Also, das hat schon gereicht, dass dieses Brot ganz, ganz herrlich aufgegangen ist. Ihr könnt es jetzt noch ein bisschen einritzen und dann darf das auch schon in euren vorgeheizten Backofen. 200 Grad Ober- und Unterhitze. Wie gesagt, sollte vorgeheizt sein. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Ergebnis, und zwar muss das jetzt 200 Grad Ober- und Unter, das hatte ich gerade schon gesagt, 20 Minuten. Das kommt ja immer ein bisschen auf euren Backofen an, da schaut ihr mal, wie es wird. So, unser wunderbar schnelles Weißbrot ist jetzt aus dem Ofen gekommen. Ihr seht, ihr habt zwei tolle Laibe Brot mit dieser wirklich wenigen Zutaten geschaffen. Ganz, ganz hervorragend. Das Ganze muss jetzt noch ein bisschen auskühlen. Hier. Köstlich. Und dann könnt ihr es schnell servieren. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen. Dieses Weißbrot gelingt euch immer, schmeckt ganz köstlich und denkt immer daran, je besser die Zutaten sind, die ihr nehmt, umso besser ist euer Endprodukt. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Habt ihr vielleicht auch tolle, einfache Brotrezepte oder andere? Sendet sie mir sehr, sehr gerne. Ich bin immer dankbar für neue Ideen und freue mich da mega drüber. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Entweder hier auf diesem Kanal, abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr nämlich keine Neuigkeiten, keine Tipps und Tricks und tolle, einfache Rezepte. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch mal live bei einem Kochen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin, bleibt mir schön gesund. Ciao, eure Daniela.